Hallo Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wir haben im letzten Part ja hier einige Kammern geöffnet. In manchen waren bloß Einsammelsachen, Munition, in anderen waren so schwarze Löwen. Aber in wiederum anderen waren hier Symbole. Nur Symbole. Und im weiteren war hier ein etwas längerer Gang in eine Kammer mit einem Durchgang durch, in eine Luke, sagen wir mal. Davon gibt es zwei Stück. Symbole gab es vier. Und ich glaube, bei denen mit den Symbolen, wo wir das hier weggezogen haben, da gingen diese Säulen hier, diese Obelisken nach oben, die ebenfalls diese Symbole haben. Das ist mir im letzten Part noch aufgefallen. Oh, schaut mal, da oben kann man sogar rauf, sehe ich gerade. Aber da komme ich so nicht hin, oder? Nein, das geht nicht. Wahrscheinlich muss man da durch die Luken oben rauf. Aber wie das geht, wissen wir nicht. So. Wir haben hier Symbole oder so Abbildungen. Die scheinen alle das Gleiche zu zeigen. Ich werde jetzt einfach mal wahllos einen der Hebel betätigen. Ah, nee, Moment, da kann ich das Ding drehen. Aha. Ich dachte, das ist ein Hebel, wo man ziehen und drücken kann. Nein, da kann man die hier drehen. Und ich muss doch wahrscheinlich irgendwas mit den Symbolen machen, oder? Also jetzt gucke ich mal nochmal, wo Symbole sind. Hier sind Symbole. Und ich mache das jetzt, markiere das jetzt mal. So. Da ist kein Symbol drin. Hier ist auch kein Symbol drin. Die schiebe ich mal weg. Ich glaube, da war nämlich auch ein Symbol. Da ist ein Symbol. Da ist so ein Durchgang. Da ist ein Symbol. Und vermutlich hier auch. Okay. Also, ich nehme jetzt mal einfach das erste Symbol und versuche da jetzt mal wild rum zu interpretieren. Keine Ahnung. Das ist so eine Art, ja, Pflanze. Und der hier hat zwei Gefäße auf einem Tablett, das er serviert. Hier habe ich einen. Hier habe ich mit... Da ist er. So. Und wo ist denn mal diese Pflanze? Hier ist die Pflanze. Und ich hätte jetzt einfach mal die zwei in Einklang hier gebracht, wenn das, also wenn das obere stehen bleibt, das weiß ich ja gar nicht. So, machen wir mal hier. Okay, das bleibt stehen. Aha. Das hat sich gut angehört. Das hat sich sogar richtig gut angehört. Hier haben wir so ein verdrehtes Teil, so ein Kettenteil. Und der serviert eine Person auf einem Tablett. Kettenteil, wo bist du? Da bist du. Das? Nein, stimmt nicht. Da muss die Person hin. Klack. Jawohl. So, dann haben wir noch hier die Feder und eine Art Vase oder Wassergefäß oder so. Wo ist denn mal die Feder? Da ist die Feder. Das passt aber schon. Das passt schon, würde ich sagen. Ich schaue noch mal zur Sicherheit nach. Wassergefäß und Feder. Ich interpretiere das einfach mal als Feder und als Wassergefäß. Ja, also ich meine... Okay, das passt. So, dann hätte ich doch noch dich, oder? Ja. Ein... Ja... Ich würde mal sagen, ein Storch oder ein Reiher und ein ohne Tablett, so ein Gefäß mit, ja, was ist denn das hier eigentlich, so ein zeremonielles Seil oder so. Das hier. Und das ist der letzte. Halt. Ah nein, stimmt schon. Da. Oh. Okay. Nichtsdestotrotz... Oh, hier kann man klettern. Nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne... Wäre ich ganz gerne darauf gekommen irgendwie. Aber wie geht das? Also hier ist auf jeden Fall was zum Klettern.
Da wäre ich gerne raufgekommen. Wie geht denn das? Wie kann man das denn mal machen? Oh, indem ich den hier wegziehe vielleicht? Ich versuche es einfach mal noch. Ja, wahrscheinlich ist das nur ein... Irgendwas fürs Collecten, Collectible. Hallo, ich will da rauf, Lara. Jetzt aber. Ah, tatsächlich, so geht's. Aha. Zumindest kann man da... Rauf geht's nicht. Ah, so. Ah, so. Weil ich habe gesehen, dass da was oben ist. Aber... Und jetzt? Nee, nee. Nach hinten? Ach, da kann ich jetzt auf den Obelisken draufspringen. Ist ja cool. Und über die Obelisken komme ich da oben an die Spalte und kann dann zum Einsammelteil. Oh, was? Das ist aber ein... Wow, schaut euch mal das an. Boah. Ah, gefunden, mumifizierte Katze. Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet im antiken Ägypten wachsender Beliebtheit erfreute, wurden häufig mumifizierte Katzen an Pilger verkauft, die diese zu Ehren der Göttin opferten. Die Bastet. Oder Bastet. Ich weiß gar nicht, ob man das hintere T spricht. Ich habe das immer ohne das hintere T gehört. Könnt ihr mir ja mal eure Meinung dazu sagen? Die Bastet oder Bastet. Lass los, Lara. So, dann hätte ich das hier auch eingesammelt. Gut, das ist ein schönes Rätsel. Oh, Ägypten, der Tempel von Khamon. 23 Vorräte eingesammelt. Oh, da waren wir aber fleißig. Alles eingesammelt. Sehr schön. Jawohl. Ja. Gut. Hoffentlich kommt hier keine Kugel, oder? Der Obelisk von Khamon. Da ist ein Hebel. Da unten ist Wasser und unheimliche Musik. Ich glaube, ich bin ja immer noch auf der Jagd nach, nach so einem Symbol. Okay. Ich würde sagen, ich könnte jetzt hier ins Wasser springen oder erstmal den Hebel ziehen. Ich ziehe mal den Hebel natürlich. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Hui! Wenn es die Säule aushält, ist das eine gute Idee. Was haben wir hier? Gefunden, Auge des Horus. Aha. Sehe ich das richtig, dass in jedem... Aha, okay, ich muss alle vier Brücken quasi runterlassen. Alle vier Zugbrücken. Aber hinkomme ich da nur von der anderen Seite. Das heißt, mir bleibt erstmal gar nichts anderes übrig, als ins Wasser zu springen. Vielleicht muss man das Wasser auch irgendwie steigen lassen. Da unten ist nochmal was zum Einsammeln. Okay, dann springen wir mal. Hui! Und da unten ist ein Gitter. Ich tauche mal kurz ab. Das muss man da bestimmt auch irgendwie öffnen dann. Okay. Sonst noch etwas hier? Etwas von Interesse? Sieht jetzt mal nicht so aus. Ich gehe mal hier an Land. Da wäre was zum Einsammeln. Ich glaube, auf der anderen Seite war auch noch was. Hier kann ich auch raus. Ich schwimme nur noch mal kurz auf die andere Seite. Oder habe ich da was mir eingebildet? Doch, nein, hab mir nichts eingebildet. Da war das schon. So, dann würde ich sagen, ich habe jetzt die Wahl, da durchzugehen. Oder da war ja eine Leiter oder so eine Steintreppe. Ich gehe mal hier lang. Das sind Fallen. Kontrollpunkt.
Nochmal. Eigentlich kann hier ja gar kein Tier oder so sein, weil das würde nicht überleben. Aber Mumien. Mal kurz durchladen. Das sind zwei, oder? Ja, ja. Deswegen der Kontrollpunkt. Ja, ganz wichtig. Okay. Okay. Das Problem ist, dass da zuerst der hintere und dann der vordere kommt. Wie kann ich denn das mal machen? Muss ich dann im vollen Anlauf rechtzeitig durchspringen oder habe ich da die Chance? Nee, auszuweichen geht nicht. Das ist ein gemeines. Weil vor allem die vorderen kommen ja, während die hinteren noch zu sind. Ich habe aber den Eindruck, dass das knapp war. Knapp gestorben sozusagen. Ist aber auch tot. Ah. Ich hätte jetzt am liebsten irgendwie so einen Quader, den ich da reinklemmen kann, damit nichts passiert. Aber den gibt's nicht. Jetzt aber. Kontrollpunkt bitte. Jetzt. Hey, cool. Jo, Leute. Sehr tolle Wandgemälde. Immer dieser Schakal. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Schakalgott bei den Ägyptern hieß. Okay, das ist 100 pro ein Hebel, den wir ziehen müssen. Da gibt es aber was zum Einsammeln. Schrotmunition, die ich nicht einsammeln kann. Okay. Ah, okay. Dachte ich mir doch, dass das ein Zeitding ist. Ach so. Muss man da dranbleiben. Spät. So geht's. Ah, sie hält sich nicht fest. Ich dachte, sie hält sich da zumindest mal fest. Nee, nee, da hält sie sich gar nicht fest. Jetzt aber. Okay, jetzt sind wir ein Stockwerk weiter oben. Und hier geht's weiter. Gut. Ah, das dachte ich mir doch. Puh. Da kommt sie ja wohl nicht rüber. Wo geht's denn jetzt weiter? Da, na, da oben. Das ist zu weit oben. Nee. Das wird ja wohl nicht gehen, dass ich darüber springe. Ich springe nochmal hier rüber. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bin ich rauf. Kann ich mich darüber hangeln? Ich schau mal, ob das geht. Ich glaube es zwar nicht. Nee. Nee. Ich könnte jetzt waghalsig einen Sprung wagen, in der Hoffnung. Das geht nicht. Das geht nicht, nein. Ich dachte es mir doch, aber... Wohin dann? Ja.
So. Wieder hier. Und wieder ahnungslos. Wieder mal ahnungslos, weil da kann ich ja auch nicht rüber. Aber diese Vorsprünge da unten sehen verdächtig aus. Also diese Säulenteile hier auch eben. Wo ich mir gedacht habe, gerade kann ich mich da vielleicht runterlassen. Da hat man irgendwelche Fallen gehört. Ah, da oben sind Fallen. Ja. Ich weiß aber noch nicht, wo es hingeht. Da oben sieht es auch so aus, als würde man klettern können. Vielleicht. Aber. Lara. Die Frage ist, ob ich den Sprung jetzt einfach nur nicht geschafft habe oder ob er nicht geht. Also das ist jetzt... Weil anders... Ich sehe es jetzt nämlich nicht, wie ich anders darüber komme. Das ist das Problem. Oder kann man... Da kann man auch nicht... Ich hätte sein können, dass das jetzt irgendwie durch Zauberhand eine Leiter ist oder so, wo man hochklettern kann. Ja, da könnte ich jetzt zurück, aber da kann ich mich nach links auch nicht hangeln, oder? Ich versuche das mal. Aber das geht ja nicht. Nein, das geht nicht. Okay. Da klopft jemand. Ich versuch's nochmal. Auch wenn ich weiß. Dass ich den Sprung schlecht werde schaffen können. Weil es ist schon sehr weit, das verstehe ich schon. Nee, nee, der geht wirklich nicht. Ja, das ist aber mal jetzt ein interessantes Rätsel. Wie? Oder muss ich hier noch irgendwas machen, damit oben was aufgeht, damit ich oben was... was Geschickteres habe, einen geschickteren Durchgang habe oder so. Ich sehe jetzt nichts. Ich sehe jetzt nicht, dass man hier irgendwie klettern soll, klettern kann. Sehe ich nicht. Aber ich halte jetzt nochmal die Augen auf beim Weg nach oben. So. Da kann ich mich rüberschwingen. Nee. Ich glaube, ich mache das schon ganz richtig. Aber der Weg nach drüben ist mir noch... Was mir jetzt nur einfällt, ist, kann ich irgendwas abschießen? Ist da irgendein so ein Abschussschalter? Schalter, den man abschießen kann, meine ich. Ich überlege halt auch, ob ich mich da irgendwie an eine Kante hinspringen kann, aber das glaube ich auch. Also hier so an die Mauer meinte ich das da, aber das ist auch nichts zum Klettern. Und dass man hier irgendwie unter Zeitdruck da an der Wand hoch muss. Glaube ich jetzt mal auch nicht. Puh, Leute. Ja. Nö. Was kann ich denn hier mal machen? Also den Sprung kann man wirklich, glaube ich, nicht schaffen. Ich meine, mir wird nichts anderes übrig bleiben, als es nochmal zu versuchen, Leute, weil... Oder kann man da? In die Ecke? Nee, geht nicht.
Das geht nicht. Also ich hätte tendenziell mal gesagt, dass es Sinn machen würde, dass man hier an dieser Seite hier, wo sie jetzt hinschaut, nach links rüber klettert irgendwie, damit man da rauf kann, darüber, da hoch, dahin, dann an die Stange und dann da nach drüben. Aber ich sehe auch da drüben nicht, wo es darüber geht. Das Einzige wäre vielleicht der Vorsprung da unten über der Tür, aber der ist ja viel zu tief, viel zu weit unten. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das erforschen wir dann im nächsten Part von Tomb Raider Anniversary. Ich werde mich offscreen mal ein bisschen umgucken, aber ich habe wenig Zuversicht in diesem Punkt. Also, bis dann. Ciao.